Heute geht es um den Weltraum. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich begrüße euch. Wir kümmern uns heute hier darum, den Berg endlich mal abzutragen. Ich habe da, um ehrlich zu sein, selbst schon so lange drauf gewartet, weil ich finde, mit Haste 2 ist dieses Abtragen einfach so geil. Das ist so entspannend, finde ich. Also für mich ist es, ich könnte mir das stundenlang angucken, wie jemand einfach durchgehend hier irgendwie Erde abbaut oder irgendwas abbaut. Ich finde das so nice. Deswegen freue ich mich auch schon echt auf den Untergrund. Der Untergrund wird richtig spannend. Und Mann, wo ist denn hier dieser Kackbackblock? So. Ja, wie gesagt, wir kümmern uns heute hier darum, dass endlich mal der Berg abgefarmt wird. Da baue ich ja auch schon, oder da warte ich auch schon eine ganze Zeit drauf. Die Eisenfarm bleibt erstmal bestehen, weil die Eisenfarm reiße ich wirklich dann erst ab, weil die ist echt wichtig. Die reiße ich wirklich dann erst ab, wenn wir eine neue Eisenfarm irgendwo gebaut haben. Und, oh, Wuffi geht's hier gut, er ist fit. Ich überlege gerade ohne Mist, endlich mal den Beacon, so, keine Ahnung, 20 Blöcke weiter nach hier zu verschieben, dass wir nicht ständig dahin rennen müssen, um halt den Beacon-Effekt zu bekommen. Weil das mit dem Beacon-Effekt, das ist echt schon echter Mist, so. Der reicht genau bis hierhin nicht, bis hierhin, wo wir halt noch abbauen müssen. Und der hört jetzt auch gleich auf, wie ihr sehen werdet. Aber vielleicht kommen wir mit den 16 Sekunden, die wir immer haben, doch ganz gut aus. Naja, doch, das passt. Ich verschiebe den Beacon dafür jetzt nicht extra. Naja, auf jeden Fall, wir werden hier heute ganz schön viel Stuff zusammenbekommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen, Alter. Was wir hier heute abtragen werden, ich denke mal, dass wir wieder gut was dazu bringen. Mich finde es aber auch cool so, weil wir haben jetzt Behutsamkeit und die Blöcke, die wir hier heute abfarmen, werden wir in Zukunft verbauen. Und irgendwie finde ich das nice, dass wir die halt dann auch gebrauchen können. Und oh, Maschine, Alter, der Eisengolem, die Eisengolem ist jetzt hier, die ackern jetzt irgendwie. Da geht's jetzt richtig endlich los. Ich muss hier jetzt erstmal gleich ein paar Kisten hinstellen, dass wir das alles ablagern können. Weil ich bin ein Typ, ich behalte alle Items. Egal welches Item, ich werf kaum was weg, weil ich einfach der Meinung bin, dass jedes Item uns irgendwie mal weiterbringt und spätestens, wenn wir ein automatisches Lagersystem haben, was mit jeglichen Kisten verbunden ist, ist halt alles eh dann super gut. Heißt, hier kommen jetzt ganz easy in ein paar Kisten hin, so für den Anfang, und da lagern wir jetzt erstmal alles an Erde und an normalem Stein rein. Und bevor ihr euch wundert, warum die Falltüren hier schweben, das ist alles extra so gedacht, weil hier kommt ja später der Boden rein und dann sind hier im Prinzip Blöcke. Und deswegen schweben dort die Falltüren. Die lasse ich da jetzt auch. Es ist echt krass, wie schnell wir den Berg halt dann letztendlich wirklich wegbekommen. Also ich denke mal, so lange wird es hier gar nicht dauern. Ich denke mal so noch 10 Minuten. Und dann sollte der Berg mit Haste 2, das ist halt einfach, du bekommst alles so schnell weggefarmt. Alter, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie wir vor, oh, lass mich nicht lügen, vor mindestens 40 Folgen hier standen und diese Eisenfarm gebaut haben, wie ich hier dran verzweifelt bin, und da ich jetzt hier stehe mit meinem Diamending-Equipment, hier drunter Villager, wie sonst was hab, auch ein gutes Transportiersystem für die Villager hab, hier jetzt den Berg abbaue, um den Hafen vergrößern zu können. Und Alter, das ist so heftig. Ich freue mich schon richtig auf die Transformation, so wenn wir in einem Jahr dann auf der Map sind und hier gucken, wie das dann alles aussieht, das wird richtig geil. Alter, hier ist eine richtig interessante Frage gerade, sehe ich. Glaubst du an außerirdisches Leben? Boah, das ist richtig interessant, weil es da richtig Diskussionsstoff gibt. Weil es gibt ja Menschen, die glauben wirklich hundertprozentig dran. Dann gibt es die können sich vorstellen, dass es was gibt. Und halt die sich so denken, alter Junge, was erzählst du da für Scheiße? Was denkst du für außerirdisches Leben und so? Ich muss wirklich sagen, ich war mal eine Zeit lang voll auf diesem Trip so mit Weltall und so. Das interessiert mich auch heute noch. Ich finde das extrem spannend. Nur eine Zeit lang habe ich mich wirklich auch intensiv damit beschäftigt und mich auch wirklich intensiv täglich dazu informiert. Und ich muss wirklich sagen, also wenn ihr euch alleine vorstellt, wie viele erdähnliche Planeten oder wie viele Planeten an sich es auf diesem Universum gibt, wenn ihr euch das alleine vorstellt, wie viele Planeten, die wir schon kennen, die wir sehen können, und wir können vielleicht mal, keine Ahnung, 3% des gesamten Universums momentan sehen, allein diese Planetenzahl sagt doch schon alles aus zu dem Thema, oder nicht? Oder, also, vielleicht liegt es auch an dem menschlichen Verstand, vielleicht bin ich auch einfach behindert, aber es kann doch niemals sein, wie gesagt, vielleicht liegt es auch einfach an dem menschlichen logischen Verstand, dass wir uns das denken, dass es vielleicht doch sein kann, aber es kann doch niemals sein, niemals, Leute, kann es sein, dass auf diesen Abermilliarden von Planeten, die existieren, also es sind ja wirklich, gibt so viele Planeten und das nur in den 3% des Universums, die wir vielleicht jetzt sehen. Bin mir übrigens nicht sicher, ob es wirklich 3% sind, aber es ist eine saugeringe Prozentzahl. Man kann mir doch nicht erzählen, dass es auf diesen ganzen Planeten und von den Planeten sind so viele Tausende erdähnlich, so viele, auf den Menschen auch überleben könnten. Da kann man mir doch
absolut nicht erzählen, dass kein außerirdisches Leben in irgendeiner Weise existiert. Jungs, also, sorry, aber das ist doch alleine logisches Denken, dass auf dieser Anzahl von Planeten irgendwo ein lebender Organismus sein muss, der auch schon entwickelt ist zu irgendeiner bestimmten Form oder sowas. Und ich bin sogar der Meinung, ich kann mir so einen Außerirdischen nicht wirklich so vorstellen, wie Außerirdische immer in Filmen oder so gezeigt werden. Weil ich bin der Meinung, Außerirdische gibt es, wenn dann eh nur auf Planeten, die ähnlich sind wie unserer. Bedeutet, ich denke, dass die Form und die Art und Weise, wie sie leben, vielleicht sogar ziemlich identisch ist. Wahrscheinlich, klar, die Denkweise ist komplett anders. Das ist ja, also das, die wird komplett anders sein, aber ich glaube, das Aussehen wird circa nicht gleich sein, aber sie wird uns sehr, sehr ähnlich sehen. Oder wir werden ihn sehr, sehr ähnlich sehen, je nachdem, wer zuerst existiert hat, genau. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass bei dieser Anzahl von Planeten, bei dieser Menge von Planeten, es in irgendeiner Weise sein kann, dass wir wirklich die einzigen sind, die es in dem Universum gibt. Und außerdem, wenn wir so weitermachen, sind wir eh tot, bevor wir irgendwie zu einem anderen Planeten fliegen konnten, gar irgendwie Technologie fürs Universum machen konnten. Ich finde das so schade, dass es genau so ein Punkt, die NASA könnte so viel machen, mit der heutigen Technologie könnte man so viel machen, man könnte heute schon zum Mars fliegen, wir könnten wahrscheinlich heute schon andere Planeten besiedeln, allein mit der jetzigen Technologie. Nur das Problem ist wirklich, dass das Geld fehlt, weil es niemanden gibt oder wenige gibt, die da rein investieren, weil wozu, Leute? Als große Firma denkt ihr euch doch nicht, yo, es kann sein, dass es auf dem Planeten Stoffe gibt, die für mich interessant sind, sondern ihr denkt euch doch nur, yo, ich brauche die Stoffe jetzt und nicht erst in 100 Jahren, wenn wir irgendwie da mal angekommen sind. Und deswegen investieren die halt gar nicht erst in die NASA und die NASA an sich bekommt auch relativ wenig Geld, soweit ich weiß. Bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Nur daher wird dieses ganze Programm halt einfach nahezu gar nicht fortgetrieben und daher hat man halt einfach auch nicht die nötigen Ressourcen, um das alles umzusetzen. Und das finde ich übelst schade, weil ich glaube, Alter, der Weltraum, der bietet dir so viel. Der bietet dir so viel und ich finde das auch so dumm. Ich glaube, wenn ich richtig, richtig reich wäre und eine große Firma hätte, dann, keine Ahnung, ich würde mir eher vorstellen, was passieren würde, würden wir bei einem Planeten, der hauptsächlich mit den Finanzen, die ich dem Projekt hinzugegeben habe, oder wahrscheinlich kann man als große Firma sowas gar nicht selbst finanzieren, aber wenn du 50% dazugegeben hast und den Planeten entdecken, der voller Ressourcen ist und alles, dann bist du doch wahrscheinlich einer mit der Ersten, der Anspruch auf die Ressourcen hat, oder nicht? Und da würde ich doch als Firma viel eher dran denken, als zu sagen, ja, aber wir haben hier auf der Erde alles, wir machen zwar den Planeten kaputt, aber hey, das ist doch keine langfristige Lösung, wisst ihr, wie ich meine? Klar, ich weiß, Firmen denken nur ans Kurzfristige, die denken an den jetzigen Gewinn und nicht an den sie in 120 Jahren haben werden, weil da leben die meisten Firmenchefs ja eh nicht mehr. Und ich meine, warum sollte man dann in irgendeiner Weise noch Geld machen wollen, wenn ich dann eh schon tot bin? Ich will ja jetzt gut leben und nicht erst in 120 Jahren, wenn ich ja nicht mehr lebe. Aber trotz dessen, wenn ich eine Firma habe, die krass ist, wisst ihr, wenn ich mit Herzblut an einer Firma arbeite, denke ich doch zu 80% daran, dass die Firma auch später noch weiterlebt, dass die Firma später noch die Menschheit prägt und später noch weitermacht, auch nach meinem Tod, dass ich was hinterlasse, was da ist, wisst ihr, wie ich meine? Und wenn ich da mit dem Gedanken rangehe, yo, ich zerstöre hier gerade den Planeten und vielleicht gibt es den Planeten in 120 Jahren gar nicht mehr, dann kann meine Firma auch nichts mehr bewegen, dann ist es doch auch so, dann, wisst ihr, wie ich meine? Dann macht es doch auch keinen Sinn, dann gibt es mich zwar nicht mehr, aber meine Firma ist dann genauso am Arsch, genauso wie alle anderen Menschen und das wahrscheinlich zu einem Teil durch mich oder zu einem sehr großen Teil, wenn ich eine sehr große Firma habe. Und dann ist es doch viel cooler, wenn die Firma in 120 Jahren dafür steht, dass sie die Menschheit gerettet hat, denn das wäre doch heftig. Seid ehrlich, das wäre heftig. Ja! Ah, bei uns scheint die Sonne, Alter. Yo! Oh, ist ja geil. Da fühlt man sich direkt viel besser, Alter. Da bin ich direkt motivierter. Letzten Endes ist es doch viel geiler, oder nicht? Und dann lohnt sich doch die Investition, jetzt schon in diese Raumfahrt zu investieren. Das ist ein übel schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich so eine richtig fette Firma, die Milliarden an Umsatz macht, dann wäre ich, glaube ich, wirklich einer, der da so viel rein investiert, damit es vorankommt. Aber man weiß nie, was man in irgendeiner Weise mit diesem Geld später machen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Das hängt dann immer von der Situation ab. Man kann jetzt viel sagen, wie du später sein wirst oder wie du später mit Geld hantieren wirst, wenn du reich bist, aber letzten Endes wirst du es vielleicht erstens nie erfahren und zweitens wirst du ganz anders handeln, glaube ich, wenn du dann wirklich in dieser Situation bist. So, Leute, und wir haben jetzt tatsächlich es geschafft, hier schon mal einen guten Fortschritt zu machen.
Denn wir sind jetzt schon so weit. Okay. Jetzt müssen wir halt wirklich gucken, wie wir diesen Abteil des Bergs. Ah, oh, Wufi, alles gut. Wie wir diesen Abteil des Bergs gut terraformen, dass das funktioniert. Also ich sehe, guck mal, das hier ist eh alles steil. Heißt, theoretisch kann man das relativ gut terraformen, dass das immer noch natürlich aussieht. Hier geht es ein bisschen nach vorne. Heißt, da müssten wir den nach vorne Teil auch bewahren. Aber es sollte jetzt nicht so eine Arbeit sein, das so anzupassen, dass es immer noch natürlich aussieht. Jo, Leute, ob ich das morgen alles noch ordentlich geterraformt bekomme oder ob wir daran scheitern und es am Ende komplett scheiße aussieht, das sehen wir wohl erst morgen um 17 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.